unter der Customer Journey, also der Reise des Kunden, zu verstehen ist, thematisiert dieses Video. Die Customer Journey besteht aus einer Vielzahl von Teilentscheidungen, für die sich in der Marketingpraxis eine kreisförmige Visualisierung etabliert hat. In der Inspirationsphase werden Reiseberichte gelesen, gesehen oder als Erzählung rezipiert. Im Internet kommen insbesondere Blogbeiträge, Bewertungen auf Plattformen wie HolidayCheck, Videos, Reisepodcasts sowie Fotos auf beispielsweise Instagram in dieser Phase in Betracht. In der Informationsphase werden dann Informationen bezogen, um die in der Inspirationsphase erfassten Optionen einschätzen zu können. Qualitätssignale wie Zertifikate und Qualitätssiegel, beispielsweise Hotelsterne, sind besonders relevant. Ebenso nehmen Suchmaschinen im Rahmen der Informationsrecherche eine besondere Stellung ein, da gut 2/3 der deutschen Bevölkerung das Internet als Quelle für Reiseinformationen nutzen, von denen sogar über 80% anschließend auch eine Reise buchen. Die gesammelten Informationen werden anschließend in der Selektionsphase bewertet und Anbieter und Destinationen selektiert. Das benötigte Informationsvolumen kann je nach individuellem Bedürfnis des Kunden stark variieren. In der Regel wird hierbei auf Schlüsselinformationen zurückgegriffen, die in der Hotellerie beispielsweise Lage, Sauberkeit und Preisklasse sein können. In der Selektionsphase werden neben den Webpräsenzen der Anbieter und Destinationen auch Vergleichsportale, Bewertungsplattformen oder Buchungsportale wie Booking oder HRS genutzt. Besteht beim Kunden die Absicht, eine touristische Leistung eines Anbieters zu beziehen, so wird dessen Angebot in der Validierungsphase auf die Qualität überprüft. Weitere Informationen werden insbesondere von Dritten bezogen, in Form von Kundenbewertung auf HolidayCheck oder TripAdvisor und zunehmend auch auf Buchungsplattformen sowie in sozialen Netzwerken. Ist die Wahl auf einen Anbieter gefallen, stellt sich in der Buchungsphase die Frage, wo eine Reise gekauft wird. Das Internet spielt auch hier eine entscheidende Rolle, da bereits die Hälfte aller Reisen online gebucht wird. Insofern ist in dieser Phase aus Marketing-Sicht insbesondere das User Experience Design relevant. Online können Anbieterwechsel fließend erfolgen. Es ist möglich, dass sich Kunden zunächst auf einem Vergleichsportal wie Trivago informieren und die Buchung dann aber direkt auf der Internetseite des Hotels vornehmen. In diesem Zusammenhang wird von einem Billboard-Effekt gesprochen, da das Portal die Informationen des Leistungsanbieters wie ein kostenloses Werbeplakat präsentiert, jedoch keine Provision erhält. Nichtsdestotrotz erfolgen aufgrund der oft komfortablen Buchungsstrecke viele Online-Käufe über Reisevermittlungsportale wie Booking.com. Nach der erfolgreichen Buchung und noch vor Reiseantritt wird in der sogenannten Planungsphase die Reise vorbereitet. Da das Internet hier erneut als Informationsquelle dient für Ausflüge und Aktivitäten vor Ort, ist es für die touristischen Akteure elementar, online präsent zu sein. Kartendienste wie Google Maps spielen in dieser Phase eine entscheidende Rolle, da durch die hinterlegten Informationen und Bilder die Destination bereits von zu Hause aus inspiziert werden kann, insbesondere mithilfe des Google Street View. In der Reisephase sind dann vor allem Anwendungen von Transportunternehmen relevant. Diese können Navigationsapplikationen wie Google Maps sein, aber auch digitale Taxirufe, Uber- oder Nahverkehrsapplikationen wie beispielsweise die der Deutschen Bahn sind von Interesse. Ziel ist eine möglichst nahtlose Transportkette. In der touristischen Destination bekommt das Mobile Marketing eine übergeordnete Relevanz und das touristische Produkt selbst rückt in den Fokus. In der Erlebnisphase werden die positiven und negativen Erlebnisse unmittelbar in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und WhatsApp geteilt. Grundsätzlich muss dem Gast dafür die Möglichkeit geboten werden. In der Regel geschieht dies durch kostenfreies WLAN. Insbesondere standortbezogene Dienste, sogenannte Location-Based Services, werden in Kombination mit der Erweiterung der Realität mittels des Smartphones von Gästen zunehmend genutzt und vorausgesetzt. Diese Augmented Reality stellt Anforderungen an die digitale Infrastruktur von Leistungsträgern und Destinationen. Entscheidend ist zudem die Komposition der Reiseerlebnisse, die mittlerweile fast alle digital beeinflusst werden. Die Grenzen zwischen realer und digitaler Welt sind zunehmend fließend und die Technologie fungiert als Intermediär zwischen Gast- und Destinationsmanagementorganisationen. Die dabei vermittelten digitalen Serviceleistungen erfolgen meist kontextsensitiv, sodass die Destination selbst Bestandteil der Interaktion wird. Bei solchen Smart Destinations wird von einem wechselseitigen Dreiklang der Interaktion zwischen Mensch, Technologie und Destination gesprochen. Auf Basis digitaler Infrastruktur wird die Umgebung für den Gast mithilfe seines Smartphones erlebbar, über welches die elementaren Daten für das digital angereicherte Urlaubserlebnis ausgetauscht werden können. Wenn der Gast wieder zu Hause ist, werden Fotos, Videos und so weiter geordnet und somit Urlaubserlebnisse in der Nachbereitungsphase nachempfunden. Meist wird zunächst im privaten Rahmen eine Auswahl erstellt, die anschließend veröffentlicht wird.
Wie verdeutlicht, findet dieser Prozess aber auch zunehmend bereits parallel zur Erlebnisphase statt. Eine Weitergabe des Erlebnisses ist dann besonders wahrscheinlich, wenn die wahrgenommene touristische Leistung ein bestimmtes Toleranzniveau unter- oder überschreitet und Gäste verärgert oder begeistert sind. In der Weitergabephase kann der Kunde die Erlebnisse direkt mit dem Anbieter, mit Freunden in einem relativ privaten Rahmen oder mit der Öffentlichkeit teilen. Im privaten Rahmen können dafür File-Sharing-Dienste wie WhatsApp oder Dropbox genutzt werden, während der Kunde für die Öffentlichkeit soziale Medien, Bewertungs- und Buchungsportale wählt. Festzuhalten ist, dass in den Phasen nach dem eigentlichen Reiseerlebnis ein enormes Potenzial im elektronischen Word of Mouth liegt. Wird die kreisförmige Anordnung der Customer Journey bedacht, so wird deutlich, dass die öffentliche Evaluation der Leistung Ausgangspunkt für die Inspirationsphase ist, bei der potenzielle Kundenberichte von Bestandskunden einbeziehen. Die Customer Journey ist somit eine wichtige Hilfestellung für das digitale Tourismusmarketing, da die Bedürfnisse der Kunden adäquat abgebildet werden können.